Wort exponentiell ist Zauberwort zur Verteidigung jeglicher Kritik geworden. Oh, ich bewundere die Politiker. Ich wollte nicht in deren Haut stecken. Ich würde nichts hinkriegen. Ja, ist schön, dass sie so kompetent sind und die Verantwortung übernehmen. Also ich gebe sie gerne ab, denn ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie auch bei der Elektrik zum Beispiel. Ja? Wenn zum Beispiel eine Lampe angeschlossen werden soll und ich will das selbst machen, da kommt der Fachmann und sagt ja, gut, dass Sie das selbst machen. Dann denken Sie doch daran, dass Sie das Faserkabel als Erster anschließen. Hä? Was für ein Faserkabel? Oh nee, ich habe doch keine Ahnung. Also lieber machen Sie das bitte. Sie wollten doch selbst machen. Dann bitteschön, machen Sie doch. Nein, nein, bitte nicht beleidigt sein. Also Sie sind wirklich doch viel erfahrener und Sie sind Fachmann. Bitte machen Sie das. Und ich mische mich auch nicht mehr da rein. Ich bezahle die Rechnung, egal wie hoch. Das ist der Fremdworttrick. Es ist ganz einfach und funktioniert fast immer. Die Kanzlerin hat das ja wie eine Schachmeisterin im entscheidendsten Moment super gut eingesetzt, wo ihre Autorität in Frage gestellt worden ist. Sie hat dann gesagt, wenn ihr meine Anweisungen nicht folgt, dann gibt es eben exponentielles Wachstum. Was? Was? Was hat sie gesagt? Exponentielles Wachstum? Was ist das denn? Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall etwas ganz Unheimliches in einem Land, wo gestandene Menschen stolz verkünden können, dass sie von Mathe keine Ahnung haben, ist es geradezu brillant, gerade dort anzusetzen, wo sie am schwächsten sind. Wie oft habe ich dann so ein Geständnis gehört? Ach, in der Schule hatte ich immer eine 5 in Mathe. Wirklich, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Mathe. Ja, bis heute kann ich keine Mathe. Wirklich nicht, ja. Frag mich was. 2 + 2. Keine Ahnung. Ja, siehst du? Aber unsere Kanzlerin kann super gut rechnen. Ja. Mann, hat sie exponentielles Wachstum so gut erklärt. Wahnsinn, man merkt ihr das an, dass sie Physikerin ist. Sie ist eben Wissenschaftlerin. Sie kann sowas. Das hat allen Menschen total imponiert. Ja, die ganzen gestandenen Moderatoren und Journalisten, die waren völlig begeistert von der Kanzlerin. Also bitte machen Sie, was Sie wollen, wie Sie wollen. Ich mische mich auch nicht mehr da rein. Also ich bezahle die Rechnung, egal wie hoch. Ich würde sagen, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die in einer Krise nicht unbedingt nützlich sind. Zum Beispiel, wenn ein Schiff sinkt, dass der Kapitän super gut scrabbeln kann. Oh, letztens hat der Kapitän ein Wort mit 5-fachem Wortwert gelegt und sein Y und Ü auch noch untergebracht. Lieber mischen wir uns nicht in seine Angelegenheiten. Er wird schon wissen, was er tut. Außerdem kann er super gut berechnen, wann genau das Schiff sinken wird. Ja, er war auch sehr gut bei Mathe. Telekolleg, exponentielles Wachstum bedeutet, die Anzahl verdoppelt sich im gleichen Zeitraum. Jetzt wäre es natürlich nicht gerade uninteressant zu wissen, in welchem Zeitraum. Also alle 5 Minuten, alle 100 Jahre. Wenn zum Beispiel alle 5 Millionen Jahre ist, dann hätte man gerade noch Zeit, in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken. Außerdem, wenn ich jedes Jahr meiner Frau einen Blumenstrauß schenke und dieses Jahr 2, sieht es zunächst auch aus, als würde es sich um ein exponentielles Wachstum handeln. Aber das Wort exponentiell ist Zauberwort zur Verteidigung jeglicher Kritik geworden. Die Maßnahmen machen doch gar keinen Sinn. Exponentielles Wachstum, aber exponentielles. Den Trick versuche ich auch mal. Kennst du Zinseszins? Also wie man das berechnet? Ich kann das. Und es ist viel komplizierter als exponentielles Wachstum. Deshalb solltest du meinen Kanal abonnieren. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich bin mal jetzt gespannt.